Willkommen zurück zu ArcAge Unchanged. In diesem Video zeige ich euch einfach nur eine Sache. Und das wird eigentlich, ich weiß nicht, wie kurz das Video wird, aber ich zeige euch eine Sache, nämlich ein Event. Also wie Events halt in ArcAge aussehen können. Einige sind halt etwas kleiner. Also ein einfacher gestrickt, aber es gibt halt auch echt lustige Events. Das zum Beispiel ist eines davon. Das sind die Eventmünzen, die übrigens ich schon erleist habe. Waschmel ist ein Bierbogen. Und ihr seht gerade hier auch gerade hier jemand Narcissa oder so ein Kram. Ich habe sie ein bisschen so reingeschoben. Hier an dieser Werkbank kann ich mir jetzt eines der Fässer bauen, die ich halt gleich benötige. Aber ich habe noch eins hier übrig, muss man so sagen. Aber ich sollte doch schon mal noch eins als ersatzmäßig schon mal bauen. Ganz sicher. Baumann 1 kostet 100 Arbeitspunkte, benötigt ein Holz und zwei Papier. Also hier von dem Holz geht da jetzt das Hauptfond, ein Holz und zwei Papier. Und damit habe ich jetzt das Fass. Und dann gehen wir jetzt auch mal die Quest einfach mal so ab. Entschuldigung, bist du flussabwärts unterwegs? Wenn du mit einem Fass flussabwärts Richtung Windschliff unterwegs bist, könntest du mir da wohl einen Gefallen tun? Ich sollte diesen Gerstenhopfen bei Braumeister Waugen am Ziel abliefern, aber mein Magen kann die Reise in diesen verrückten Fässern einfach nicht verkraften. Wenn du an diesem Ereignis teilnimmst, könntest du dann etwas von den Hopfen mitnehmen und ihn bei Braumeister Waugen abliefern, wenn du das Ziel erreichst. Er braucht ihn für sein beliebtes Fassbier. So, da bekommt man auch die Eventmütze. Den schließe ich eigentlich mal. So, dann gucken wir hier nach. Während dem Krieg handelten die Firan und Tarani kaum. Die Maras waren vor allem darauf aus, den Alkohol aus ihrem Land zu verbannen. Sie nannten diese Harani-Gift und bestraften alle, die versuchten, Alkohol ins Land zu schmuggeln. Doch wenn Geld im Spiel ist, findet irgendwer immer einen Weg. Und somit entwickelte eine Gruppe geschäftstüchtiger Schmuggler einen absolut verrückten Plan. Bei jedem Neumond warfen sie Dutzend von Fässern in die Loka und dann schipperten ein jeder Schmuggler auf seinem Fass den ganzen langen Weg nach Windschliff vorsichtig, um die Stelle, Wände und scharfen Steine zu umgehen und das alles direkt unter der Nase der Grenzwache. Die sogenannten Fassreiter waren am Ende des Krieges wahre Volkshelden und jetzt feiern wir jedes Jahr ihre Abenteuer, indem wir stockbesoffen die Loka runterfahren. Also los doch, schnappt dir ein Fass und mach mit. Stockbesoffen war auch nicht schlecht, ey. Ich kann immer wieder drüber lachen über den. So, jetzt ist es auch schon gerade aktiv. Dann aktivieren wir das Fass. Aktivieren. Jetzt muss ich auch gleich schnell sein. Ich weiß nicht, jetzt gerade geklickt habe, es hat super funktioniert. Ich habe schon das na. Jetzt muss ich hier irgendwie rüber. Nee, das funktioniert so nicht. So war das jetzt nicht gedacht. Oh, jetzt rüber. Jetzt rüber. Spring. Ja, fast, fast, fast. Komm. Ja, gutes Ding. Ja gut, das war falsch. Ich muss noch links halt klicken. So, und jetzt muss ich halt die Dinger hier anklicken. Wie ihr gerade seht. Einmal. Ich muss an diesen Fahnen ran. Diese Fahnen, die hier sind, da muss ich jetzt irgendwie ran. Und da kann ich jetzt hier halt mit der Maus, ja, das, also es gibt halt, man kann jetzt auch mit der Taste halt mit R drücken, dann kommt man auch hier ran. Dann kann man halt sich jetzt diese Fahne hier ab, wenn man in der Nähe ist. Und dann halt, man sieht hier gerade, die muss man sowieso mit der Maus machen, weil die haben keine zugeordnete Taste. Und deswegen wäre es sowieso einfacher, das mit der Maus zu machen, weil es sowieso keinen Sinn ergibt, das jetzt mit der Taste, also mit der Tastatur zu machen und den Kram hier mit der Maus. Das macht keinen Sinn. So, normalerweise sind hier auch Baumstämme drin, so wie hier vorne. Also hier vorne eigentlich auch irgendwo, bin ich aber. Und das hier ist noch ganz ruhig, also ihr werdet gleich sehen, dass es ein bisschen lustiger werden kann.
Unmittel hier seht ihr gerade, ich bin nicht in der Nähe. Jetzt war ich kurz in der Nähe. Ich konnte das annehmen. 4 von 5. Es kommen aber immer noch mehr. Und jetzt wird es gleich rund. Das ist schon ein lustiges Event halt. Schade, man kann doch glaube ich auch ziemlich weit ranzoomen. Das macht mein Laptop aber nicht her. Dann wird einem aber vor dem PC kann einem auch ein bisschen schlecht werden, weil man halt. Man kann nämlich auch ziemlich weit reinzoomen, also auch hier so im Fass sitzen. Das ist aber nur empfehlenswert, wenn man echt einen guten PC hat oder so, sonst könnte es nämlich so. Machen wir das mal voll. Und schon haben wir die Quest geschafft. Übrigens habe ich 10 Minuten Zeit gehabt, jetzt das zu machen. Ihr seht jetzt auch gerade, ich habe mein Fass mal aktiviert. Also hier oben mein Fass mal im Target. Damit ich sehen kann, ihr seht, wenn das Fass irgendwo gegenkommt, als Beispiel jetzt gerade, dann bekommt es Schaden ab. Und je häufiger man irgendwo gegenkommt, desto höher ist der Schaden. Das kann ich halt mit extra Fortschritt. Das bringt aber rein gar nichts, einen extra Fortschritt hier zu ergattern. Das ist so ein extra Fortschritt. Das bringt halt gar nichts. Das ist einfach nur, weiß ich nicht. Man kann sich gut fühlen, dass man ein paar mehr Fahren mit dem Ziel genommen hat. Bei anderen Touren ist es halt beispielsweise. Oh, ist das hier gerade ein bisschen wirr. Okay, das fand ich. Jetzt nicht auf die rechte Seite gehen. Weil hier kann man sich echt gut verkeilen, ne? Und wenn man sich meistens irgendwo verkeilt hat, dann kann man nur eine Sache machen, entweder hoffen, dass man fast rauskommt, bevor es kaputt geht, oder wenn es kaputt geht, bleibt man drin hängen und stirbt und trinkt. Da wäre natürlich so ein Heldenrückruf manchmal enorm genial, aber der kommt halt nicht immer. Und dann bekommt man natürlich trotzdem die Hinterkarte. Das kann passieren, wenn man voll mit Verfassung draufkommt. Das ist aber meistens auch Glückssache. Bisher habe ich, muss ich hier außen rum gehen, weil hier darf ich nicht hängen bleiben oder so. Das Fass ist jetzt hinüber. Das heißt, ich könnte es auch reparieren, aber da es ein Zeitfass ist, deswegen, ich habe noch ein anderes gebaut und so. Deswegen, es geht schon. Schon ganz machbar. Wenn man kein Fass mehr hat, kann man nur noch schwimmen und Fallschaden riskieren. Das passiert, wenn man halt das Fass in die letzte Phase ist meistens sowieso mal Schluss. So. Hey, du hast es überstanden. Hat es dir Spaß gemacht? Du hast es echt drauf. Ein paar erfahrene Fassreiter halten in ein paar Minuten einen Schnelligkeitswettbewerb ab. Wenn du dich interessierst, kannst du den Loker Stein verwenden, um zu Logan zurückzukehren. Der wird sich um dich kümmern. Das war jetzt mit dem DSL kurz weggeklickt, weil ich eigentlich den NPC-Charakteren, die gerade vorbeigegangen laufen, ist, mal anklicken wollte. Also nicht anklicken wollte, aber gucken wollte. Denn die besitzt ein Kostüm, das ich schon seit langem haben wollte in ArcheAge. Damals in ArcheAge Free to Play. 5 Jahre habe ich auf dieses verdammte Kostüm gewartet. Und jetzt, wo ich mal zwei Jahre, ich weiß nicht, wie lange ist ArcheAge Unchained jetzt draußen, aber seit ArcheAge Unchained draußen ist, habe ich eine Pause gemacht. Und seit dieser Sache, ist dieses Kostüm halt reingekommen. Ich habe gerade gedacht, das ist ja jetzt gerade das Kostüm. Das ist ja anscheinend nicht. Egal. Aber das ist das Dämonenkostkostüm, was ich haben wollte. Willkommen zurück. Du hast dir nichts gebrochen, oder? So, das war jetzt die eine. Jetzt geht es mit anderen. Du interessierst dich also für die fortgeschrittenen Rennen. Nun gut. Es wird nicht einfach. Dieses Mal musst du dir die fortgeschrittenen Kontrollpunktflaggen schnappen und hast für das Ganze nur halb so viel Zeit. Bist du bereit für die Herausforderung? Also, vorher hat man 10 Minuten gehabt, jetzt sind es 5 Minuten. Also ist auch schon enorm. So, man darf auch nicht zu weit ins Wasser reingehen, weil dann kann das halt. Ihr seht gerade, dass ich halt auch Münzen kriege dafür, ist ja wohl klar, ne? Also man macht diese Events halt nicht mit oder so. Ja gut, das war jetzt unbedingt. Ich mache meistens immer nach rechts einmal und dann. Rüber.
Naja, ich habe 5 Minuten Zeit. Und das läuft hier irgendwie wieder sowas von einem vorbei. Na komm, ich muss hier rüber. Aber auch echt manchmal so eine Sache oder so. Ihr seht gerade, es leckt so ein bisschen hier gerade. Also es ist manchmal auch vom Fass selber. Das ist auch nicht. Das ist manchmal ist es ein bisschen hier. Na komm. Ja, jetzt bin ich drüben wirklich. Weil das ist halt immer das Problem. Ich zeige euch mal hier, dass es auch wirklich eine Zeitangabe hat. Hier seht ihr die Zeit. Noch 3 Minuten oder so. Und jetzt muss ich diese fahren hier anklicken. Diese muss ich jetzt anklicken, um die halt. Ich habe 3 Minuten 33 Zeit und bei der nächsten Tour, es gibt nämlich 3 Touren, ist diese Zeit wiederum halbiert. Aber es ist trotzdem machbar. Es gibt auch Leute, eventuell, die ein bisschen hier, die auch ein bisschen hier, wie soll man sagen, mogeln, weil da steht manchmal auch ein Farmkarren und die mogeln, obwohl es eigentlich immer machbar ist, diese hier. Diese Fahnen hier am Anfang, wenn man jede Fahne einmal anklickt, das sind 4 Fahnen am Anfang. Das ist eigentlich total easy, auch wenn man nur 2,5 Minuten später hat oder so. Ihr seht ja gerade, ich hatte jetzt Startschwierigkeiten bei 5 Minuten. Und das ist dennoch easy oder so, die Fahnen anzuklicken oder so. Wenn man halt die Startschwierigkeiten hat, dann ist es halt so. Da muss man auch ein bisschen drüber stehen. Na, zu weit darf ich nicht rüber. 2,5 Minuten habe ich noch. Ich darf nur beim nächsten Mal keine Startschwierigkeiten haben. Das kommt ein bisschen verkehrt. Aber jetzt habe ich 4 Fahnen und das da unten könnte sogar die 5. Fahne sein, wenn ich jetzt perfekt dran vorbeikomme und schnell die Fahne anklicke. Ja, konnte ich. Und ab jetzt ist es vorbei. Einige, und deswegen ist es eigentlich total easy, die Fahnen eigentlich anzuklicken. Ich kann jetzt theoretisch auch nichts mehr anklicken. Wenn ich jetzt also in der Nähe dieser Fahne jetzt komme als Beispiel, ne, ist halt nicht mehr aktiv die Quest, weil ich habe es ja jetzt gerade geschafft. Hier hängt gerade einer fest. Ich klicke mal mein Fass an, damit ich auch sehen kann, ob ich Schäden kriege. Jetzt habe ich mal ganz kurz die Wand getätschelt. Weil sobald das Fass kaputt, also man kann an solchen Ecken enorm, das sind so fiese Ecken manchmal, auch dieser Baumstamm hier. Aber am schlimmsten sind, wenn da ein Wasserfall ist und hier ein Baumstamm quer hängt. Und da so eine Lücke ist. Aber das ist halt die Herausforderung. Oh Gott, wie ich manchmal mit den Zähnen knirsche oder so, weil ich da nicht einfach durchkam. Ah, nein, 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 nicht schlenkern, nicht schlenkern. Bitte nicht schlenkern. Oh, warum hab ich das gemacht? Und natürlich bleibe ich jetzt wieder. Bleibe ich jetzt in der Ecke hängen. Nein, nein. Ja, perfekt. So, nochmal rausgekommen. Einige ziehen ihr Fass ein, weil es ist halt sehr, also es ist nicht teuer, ein Erdbeerfass herzustellen. Ein Holz und 2 Papier ist machbar. Da fällt man eventuell für ein Fass, fällt man 1, 2 Bäume, hat das Fass dann drin, ist also alles kein Problem. Und man ist jetzt hier nicht so, dass man jetzt hier, sich in Unkosten stürzt, würde man sagen. Oh, das war knapp. Komm, heil dich. Was, heil dich. Oh, das war mega knapp. Komm, ziehen wir das fast mal ein, damit ich das retten kann, weil hier ist immer 50-50 Chance, dass es auch Alter. Das ist auch hinterhältig, dass Leute ihr Tor öffnen. Das machen nämlich tatsächlich einige, oder so, dass sie dann ein Tor öffnen. Wenn du da dann hier runterfliegst oder so, dann landest du natürlich halt zum Portal. Ich lese jetzt hier nichts durch, weil ich halt, weil es halt keinen Sinn ergibt, jetzt die Sachen wieder durchzulesen, weil es ist einfach nur herzlich Glückwunsch, du hast es geschafft. Dann nutzt du den Lücker Stein wieder, geht zurück. Das ist üblich. Nur längere Texte, die dann denkst du so jetzt bei den, den anderen Text bei den, hier, beim nächsten Event oder bei der weil. Ich sehe gerade auch wieder die Aufnahmezeit, deswegen werde ich den anderen Text jetzt nicht durchlesen, weil ich auch noch die Belohnungen zeigen wollte. Und das soll auch noch in dem Video rein, deswegen werde ich den Text nicht durchlesen, weil es eigentlich immer dasselbe ist. Nur jetzt der härteste Kurs, ne, das ist halt, wie heißt das, ne,
Experte, das ist wieder die halbe Zeit und viel Spaß. So nach der Manier, du Kackloop oder so, wenn du jetzt alles geschafft hast, dann wirst du jetzt scheitern. Ja? Ja. Jetzt seht ihr hier gerade, ach nee, doch nicht, das sind 3 Minuten und 10 Sekunden oder 3,5 Minuten. Ihr seht, dass sich einige da verkeilen. Weil man hat 3 Minuten Zeit. Wenn man den Start jetzt nicht komplett verkackt, so wie ich das vorhin gemacht hatte, wo ich fast eine Minute nur hängen geblieben bin, dann sollte das machbar sein. Weil ihr seht, eine von 5 Flanken schon. Wir haben wirklich gut in der Zeit. Vorhin hatte ich 3 Minuten, also 2 Minuten ungefähr gebraucht, um diese Flanken hier einzusammeln. Das geht einigermaßen. Die FPS ging jetzt gerade etwas nach unten. Na, gehen wir nochmal etwas nach rechts. Jetzt muss ich diese Flaggen halt machen, das sind die Experten. Das können nur die Experten machen, ja, am Hintern hängt der Hammer oder sowas, das können nicht nur die Experten machen. Eigentlich kriegt das jedes Kind hin oder sowas. Und hier irgendwie sich irgendwie zu verkeilen oder so, um das schneller hier oben hinzukriegen, die fahren, muss man wirklich nicht. Die Zeit ist wirklich echt gut bemessen und man kann den Rest der Tour total easy hier. Übrigens, man sieht, ich habe noch 2 Minuten Zeit. Deswegen kann ich das wegklicken, weil jetzt muss ich nur noch eine Fahne anklicken. 4 Flaggen habe ich schon in der Tasche. Die letzte Flagge kriege ich auch noch. Und wenn das fast kaputt geht, das ist halt die letzte Tour gerade, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm. So. Und letzte Fahne angeklickt. Hier habe ich jetzt eben gerade panisch geklickt, weil ich nie weiß, ob ich da an die Fahne rankomme oder ob ich zu weit wegschleudere. Und ein bisschen knallhart daran. Schon mal ein bisschen weiter nach hier, nach links gehen. Noch ein bisschen weiter, sonst komme ich an den Stein ran. Und jetzt noch weiter nach rechts. Nicht schlenkern. Shioka, sei ein liebes Kindchen und schlenker nicht. Fahnen haben wir eingesammelt. Das Event hat 17 Minuten gedauert. Wenn ihr unten angekommen sind oder wenn ich halt wieder zurückgeportet bin und das abgegeben habe, dann zeige ich euch im Mirage ist halt der Geschenketauscher, zeigt euch, was man halt für diese Münzen zum Beispiel was bekommen kann und so. Das kommt auch in dem Video rein. Ich hoffe, ich kriege das noch bis, also das für 25 Minuten wird schon noch hinkommen. Geschafft ist es ja. Ich muss jetzt eigentlich nicht viel machen mehr. Ja, perfekt. Läuft ja schon wie geschmiert hier. Ja, wenn es so geschmiert laufen würde, dann würde sie, ja komm, darüber. Ja, ach, guck mal, wie sie sich rübergeschlängelt hat, die Kleine. Sieht auch immer so ein bisschen albern aus. Na, jetzt komm. Schäden. Schäden sind nie gut. Ja, das habe ich mir gedacht. Jetzt ziehe ich ihn oben fest. Oh mein Gott. Oh, die Hälfte schon weg oder sowas. Und da unten ist ein schöner Stein. Noch geschafft. Hier liegt normalerweise auch irgendwo ein Baum. Und der ist halt enorm nervig. Und kaputt. Weil hier ist nämlich eigentlich, ich glaube hier vorne. Hier vorne liegt nämlich auch noch ein Baum. Und da kann man sich echt stark verkeilen drin. Ne? Habe ich jetzt mal Glück gehabt, dass ich halt da... So. Das Fass ist jetzt hinüber, leider. Aber ist ja auch egal, ich hab's ja geschafft. Der Treib war noch jemand, der wollte schon mal die ganze Zeit oder so. Das so. So, da bekomme ich meine 3 Münzen. Ha, du hast es geschafft, du hast auch die Experten schnell geschafft. Und dann habe ich geschafft, ich bin ein Profi. Die letzten 2-3 Minuten werden wir im Mirage noch mal ein bisschen den Geschenke tauschen, da will ich nämlich auch eine Sache kaufen. Etwas fürs Haus. Und deswegen werde ich so ein bisschen rumporten. So. Es gibt noch ein weiteres Event. Das war jetzt das Fassfahren. Es wäre noch ein weiteres Event. Das ist ein Time-Event, was zu bestimmten Zeiten hier auftaucht. Das würde dann genau, wo sie jetzt hinguckt, wo ich mit der Maus rumfuchtel, würde das dann noch auftauchen. Und aber derzeit ist es nicht aktiv, weil ich gerade so eine komische Zeit gerade aufnehme.
teleporte jetzt zurück nach Capsulis. Dann gehen wir ganz kurz. Ja, dann gehen wir ganz kurz in den Mirage und zeige ich euch den Geschenketauscher mal. Da kriegt man nämlich alle, bei den Geschenketauscher kriegt man halt alles für die Eventmünzen. Das heißt nicht nur für dieses Event, also Waschschnellen des, ich weiß nicht, wie hieß das Event nochmal, hier Waschschnellen des Bierboten. So heißt das Event, genau. Also es ist ein bisschen lag, liegt es einfach nur daran. Achso, übrigens, das Event könnt ihr in jeder Stadt, also auf Nuya-Seite und Harani, falls es jetzt lag, dann müssen die Sachen halt laden gerade. Könnt ihr nämlich in Capsulis, erreicht ihr das halt in der Heldenhalle, die ihr hier findet in Capsulis, also auf der Karte gesehen, hier oben an der Ecke. Da findet ihr das Portal, ne? Und da könnt ihr dann durchgehen halt. So, hier sind dann meistens die Helden, hier kann man sich einen Buff abholen, das finde ich halt. So, dann gehen wir mal weiter. Nach Mirage, weil die Zeit, die läuft. Mann, die Zeit ist mir nicht mehr los. Durch hier ist Portal, Mirage. Du gehst zur Inselbesuch. Ich beschütze dich. Nicht möglich, von einem Begleiter noch verschworen ist. So, jetzt ist kein Begleiter mehr gesprungen. Stimmt ja. Mein Fass ist ja kaputt gegangen. So, mein Haus oder so zeige ich euch übrigens dann im nächsten Part, weil da würde ich dann erstmal, muss ich noch etwas vorbereiten, weil ich hatte vorgehabt, mein Haus umzusetzen. Es steht jetzt derzeit hier in Capsulis oder so, wo ich gerade hingeportet bin, da steht es in einem Wohngebiet, aber ich war am Überlegen, dass ich es woanders hinstelle. Hier ein Haus, wie auch eine Achtervogelscheuche und alles drum und dran, bekommt man, wenn man die Blausalz-Quest anfängt. Und die zeige ich euch auf der Nuya-Seite, wenn man die halt anfängt und machen kann. So, gehen wir mal hier ran. Und hier ist zum Beispiel, das ist der Geschenketauscher. Ihr seht hier, festlicher Geschenketauscher, wenn ich jetzt mit der Maus hier rum, ne, wie ich hier gerade mit der Maus hackel. Und da seht ihr hier zum Beispiel Künste und Feste, Saisonfest, Frühlingsfest, Darofest, Laternenfest, tierisches Laubfest zum Beispiel, das war wohl schon. Sommerfeste, ne? Da ist jetzt zum Beispiel das Waschschnellen des Bierboten. Das ist das, was gerade ist. Und da bekommt man dann zum Beispiel für ein paar Münzen halt Mittel gegen Kater. Das stellt 100 Arbeitspunkte wieder her. Dann halt die jeweiligen Biere, die dann, wo man halt süffeln kann, könnte man sagen. Kostet eine Münze halt. Morpheus Schatzkiste ist ein Deko-Gegenstand, hat keinen Sinn und Zweck. Wenn man 50 Münzen hätte, könnte man sich eine Truhe mit 50 Plätzen holen. Oder zum Beispiel die Truhe des Plüschpiraten, also diese hier, Truhe des Plüschpiraten. Und eine Truhe, die man sich bauen kann. Das ist eine, die man sich bauen, hier bauen kann halt. Und das ist die, die man vom Event kriegt. Wenn man die zusammen hier baut, kriegt man eine 100 Plätze-Truhe. So. Dann gibt es hier noch Bademode, also einzelne Bademode halt, die man sich dann über seine Rüstung skinnen kann. Jeweils pinker Badetop, Spritzer Badetop und Badehose, natürlich auch für den Mann. Nur nicht der Big, das Portal, glaube ich. Ja, doch, ich weiß. Habe ich noch nicht ausprobiert. Dann natürlich das Kostüm, was ich gerade trage. Der Bikini, Badekleidung der Wassermelone. Und mein Favorit, kaufe ich jetzt nochmal, Sonnenliege der Sommerfriese. Den kaufe ich mir für 15 Münzen, darauf habe ich auch nochmal zugespart, weil bietet einen Ruheplatz an, warum nicht. Dann hat man hier noch einen Schirm, den man dazu kaufen kann, Wassermelonen, auch eine Deko, das ist auch leider nur Deko, wäre lustiger gewesen, wenn es eine richtige Raute wäre. Und dann gibt es hier noch so ein Gefährt, das ist so eine Art, man sieht hier ein Apparat, eigentlich ein Reittier, kann man so sagen. Ist so eine Blase, wo man halt drinne ist und damit kann man dann eigentlich beschwört eine reitbare Blase, die in 5 Minuten verschwindet, kann nur haben Höhlen gesprungen. Ja, 30 Minuten. Genau. Ja, das war der Geschenketauscher. Gehen wir mal ein bisschen in die Sonne. Und dann. So ist es am besten.
Ja, und das war es dann eigentlich auch schon wieder für diesen Part. Das war mal der Part oder so mit diesem Event. So können Events aussehen. Und das sind halt mal nicht so 0815 Events, sondern auch mal interessante Events. Da sieht man jetzt gerade mal die Blase. 5 Minuten lang in so einer Blase rumwurscheln. Das war das halt, was man auch bei diesem Waschschnellen des Bierboten kriegen kann. Das ist auch so ein Gefährt halt. Da hängt man in so einer Wasserblase fest und kann sich damit fortbewegen. Sieht irgendwie total albern aus oder so. Aber gut, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ne? Ich sag dann ciao.